Ja, guten Abend, liebes Publikum. Willkommen zur siebten Ausgabe der Talkreihe Institutioneller Rassismus auf Kampnagel, in der wir unterschiedliche gesellschaftliche Akteure durchleuchten, auf Mechanismen, durch die sie Rassismus reproduzieren und letztlich in der Gesellschaft festschreiben. Es ist, wie gesagt, die siebte Ausgabe. Die letzte Ausgabe war zum Thema Medizin, aber auch zum Thema Theater, Polizei und Justiz. Hat es auf Kampnagel schon Vorträge gegeben. Und in dieser Ausgabe schauen wir auf den Bereich Medien. Eine sehr starke gesellschaftliche Akteurin, die Presse als sogenannte vierte Kraft, hat wesentlich Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen. Und unser heutiger Gast ist Mohammed Amjahid. Er kennt die Pressewelt sehr gut und bereichert sie mit seinen scharfen Analysen und unfassbar gut recherchierten Reportagen. Und genau, generell einfach klugen und wichtigen Texten. Mohammed Amjahid wurde als Sohn sogenannter GastarbeiterInnen 1988 in Frankfurt am Main geboren. Die Schule besuchte er bis zum Abitur in Marokko. In Berlin und Kairo studierte er Politikwissenschaften und volontierte nach seinem Masterabschluss beim Tagesspiegel in Berlin. Danach arbeitete er als politischer Reporter für die Zeit und das Zeitmagazin und inzwischen ist er freier Journalist und Autor. 2017 veröffentlichte er sein erstes Buch Unter Weißen und Anfang März ist sein zweites Buch Der weiße Fleck im Piper Verlag erschienen. Er ist unter anderem Preisträger des Henri-Nannen-Preises und war Fellow des Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Anthropologisch und journalistisch fokussiert er sich auf die Themen Menschenrechte, Außen- und Sicherheitspolitik, Gleichberechtigung und Umbrüche in den USA, Europa und dem Nahen Osten und Nordafrika. Lieber Mohammed, ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Deine Texte und Social-Media-Posts bereichern meinen Alltag eigentlich täglich. Aber über meine persönliche Wertschätzung hinaus bist du eine unheimlich kluge, wichtige und inspirierende Stimme in der deutschen Medienlandschaft. Vielen Dank für deine Arbeit und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich bin super gerne hier, wo immer das auch hier sein mag, und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, genau, jetzt noch ein paar Infos an die ZuschauerInnen. Wir werden circa 45 Minuten bis eine Stunde uns unterhalten. Danach haben Sie ungefähr 30 Minuten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber bitte stellen Sie Ihre Fragen auch schon während unseres Gesprächs. Die können Sie im Livestream auf YouTube per SMS an die Telefonnummer 0177 690 4295 senden. Und genau, die Telefonnummer ist in der Beschreibung des Videos auf YouTube oder auf der Kampnagel-Seite auch nochmal angegeben. Und wenn Sie im Webinar hier auf Zoom teilnehmen, können Sie Ihre Fragen per Chat stellen. Die Fragen können, wie gesagt, während des gesamten Vortrags gestellt werden und werden dann von uns moderiert. Genau, Sie können die Frage auch per Voice stellen, dann bitte über die Handheben-Funktion. Und vielleicht noch eine Info, weil da schon Nachfragen kamen, der Livestream auf YouTube bleibt online. Okay, Mohammed, als du dich vor einem Jahr, ich glaube, es war im Spätsommer oder Herbst, eingeladen haben, beziehungsweise auch entschieden haben, die nächste Veranstaltung in der Reihe Institutioneller Rassismus zum Thema Medien zu machen, ging es wieder heiß her. Und vor allem schief in den deutschen Medien. Das war so die Zeit, da wurde Black Lives Matter teilweise nur mit weißen Gästen diskutiert. Deutschland inklusive dem Innenminister, der drehte durch während eines satirischen Artikels über Polizei. Und wenige Zeit später wurde dann sehr heftig über antirassistische Cancel Culture diskutiert, wegen der Kritik an einer rassistischen Komödiantin. Das so als Kontext, in dem wir quasi diese Veranstaltung programmiert haben und sie dann aber immer wieder verschieben mussten.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen, aber man kann leider sagen, es ist nicht besser geworden in Sachen mediale Debatten und ja, groben Schnitzern aus den Redaktionen, weil ja, es ist ein strukturelles Problem. Aber ein Unterschied zu Herbst 2020 ist, dass du ein wunderbar kluges, zugängliches und gut recherchiertes Buch geschrieben hast. Dein zweites inzwischen, Der weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken lernen. Das ist am 1. März erschienen und dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Genau, in dem Buch schreibst du über Rassismus in Deutschland und das unter anderem mit dem Blick auf die Medienlandschaft und auch immer wieder gespickt mit Anekdoten aus deinem Alltag als Journalist. Und wir werden heute Abend in Anlehnung auch an dieses Buch, in dem du natürlich deine Erfahrungen und Analysen beschreibst, über Rassismus und Medien sprechen. Und du schreibst, dass die Reaktionen auf dein erstes Buch unter Weißen teilweise ziemlich heftig waren. Also dir wurden wirklich auch aus Redaktionen heraus sozusagen angedroht, deine journalistische Karriere zu beenden, falls du nicht aufhörst mit dem Schreiben. Ich bin froh, dass das nicht geklappt hat, aber haben sich die Reaktionen verändert jetzt auf dein zweites Buch? Also erstmal, ich bin hier ein dickköpfiger Mensch. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man als Journalist unterwegs ist, als Journalistin, da irgendwie auch so ein bisschen zumindest seinen eigenen Kopf zu haben. Und die Reaktionen haben sich nicht wirklich verändert. Sie sind eher ein bisschen heftiger geworden. Das zeigt so ein bisschen auch, dass es natürlich also nicht diesen Backlash gibt. Backlash ist, glaube ich, sogar das falsche Wort, sondern dass dieser Widerstand gegen emanzipatorische Diskurse, die ich ja versuche, wirklich auch in recherchiertem Journalismus quasi, so dass mein Beitrag zu präsentieren, dieser Widerstand ist heftiger geworden, glaube ich, auch kompromissloser oder nicht zu Kompromissen bereit, weil ich ja auch nicht zu Kompromissen bereit bin, das muss man auch dazu sagen, immer an die eigene Nase fassen. Und erlebe ich jetzt ja auch seit kurzem wieder, seitdem mein neues Buch raus ist. Und dort wird, also Medienkritik ist nicht quasi nur das einzelne Thema dort, aber eins von vielen sehr, sehr wichtigen Punkten, weil es ja auch Teil meines Arbeitsalltags ist. Und mir fallen schon viele Defizite auf, die wir in deutschen Medienhäusern einfach ansprechen müssen. Einerseits fällt mir das natürlich als Leser auf, aber andererseits auch als Journalist, der halt in sehr, sehr vielen Redaktionen unterwegs gewesen ist in den vergangenen 10 bis 12 Jahren. Und das ist so der Vorteil bei mir. Ich habe so viele Redaktionen gesehen von innen in verschiedensten Konstellationen. Als Praktikant, als Volontär, als Festangestellter, frei, einfach Besucher. Ich kenne sehr, sehr viele JournalistInnen. Und so ist es wirklich für mich total wichtig, einmal zu sagen, das sind Strukturen, die ich beschreibe. Und da geht es mir nicht darum, eine gewisse Redaktion daraus zu picken und zu sagen, die ist besonders schlimm, weil schlimm und schlimmer, das bringt uns auch nicht so weiter. Und da sind, vielleicht kann ich nur ein paar Punkte nochmal aufmachen, die wir sowieso, glaube ich, auch diskutieren werden, die aus meiner Sicht wichtig sind, aus meiner antirassistischen Haltung auch als Journalist, dass ich glaube, dass wir unter JournalistInnen wirklich nochmal darüber diskutieren müssten. Einerseits über etwas ganz Simples wie Definition. Über was reden wir eigentlich? Also ich war jetzt neulich am Sonntag in einer Sendung, wo wir über sogenannte Identitätspolitik gesprochen haben. Und das ist ja nur quasi der Gipfel dieser Identity Politics, Cancel Culture Debatte. Oh mein Gott, die ganzen woken Leute werden kommen und das Abendland wird zusammenbrechen. Und ich habe ganz oft das Gefühl oder den Eindruck in diesen Debatten mit eher rechts tendierenden KollegInnen, dass die Definitionen da nicht ganz ordentlich zusammengesucht werden. Also es ist auch sehr zermürbend. Du hast am Anfang gesagt, die Einladung zu dieser Veranstaltung war ja habt ihr schon vor ein paar Monaten ausgesprochen
Und seitdem kann ich auch sagen, das ist einfach repetitiv. Wir reden die ganze Zeit über Identitätspolitik. Wir reden die ganze Zeit immer wieder über Cancel Culture. Es wird so ein bisschen immer anders genannt, aber im Kern sind es ähnliche Debatten. Und wenn ich halt im Gespräch oder im Streit von mir aus auch mit konservativen, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch, oder rechtskonservativen AutorInnen bin und merke, die wissen noch nicht mehr, was Identitätspolitik ist, dann so bei, so, ja, ich habe keine Zeit, ich kann nicht immer von Anfang quasi das alles aufrollen und sagen, Identitätspolitik als Beispiel, das sind auch die Corona-Leugner zum Beispiel, die jetzt überall unterwegs sind, weil dort glauben, Identitätspolitik, das sind wir beide. Und das sind emanzipatorische Diskurse auf Kampnagel oder in Essayform oder in Buchform. Und das nochmal zu öffnen und zu sagen, Leute, bevor wir reden, recherchiere einfach einmal im Internet, alles irgendwie ganz einfach nachzulesen. Nicht nur was Identitätspolitik angeht, über die wir ja gesondert nochmal reden können, aber auch so einfache Begriffe wie Intersektionalität, wie Queerfeminismus, Weißsein zum Beispiel, oder sogar auch Sachen, die nicht jetzt mit Antira unbedingt zusammenhängen, wie Klimakrise. Was ist das eigentlich? Und ich versuche, bevor ich in eine Debatte reingehe, mir zumindest was anzulesen, evidenzbasiert irgendwie zu diskutieren. Ob mir das gelingt, ist auf einer anderen, quasi nochmal, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist einfach nur respektvoll, damit man quasi die Zeit und die Energy quasi der anderen Seite oder der anderen Seiten nicht aufbraucht. So, das ist so die eine wichtige Sache, Definition. Dann im Schnelldurchlauf jetzt nochmal. Das heißt ja immer, dass es keine dummen Fragen gibt. Und ich würde sagen, es gibt sehr, sehr dumme Fragen, die man stellen kann. Das bedeutet nicht, dass man diese Fragen nicht stellen sollte, sondern wenn sie gestellt werden, dann kann man sie als dumm identifizieren. Das ist dieses Pro- und Contra-Ding, das ich auch beschreibe, dass wir auch gleich nochmal gesondert diskutieren können. Als kleine Illustration jetzt, wenn wir über Klimakrise sprechen und jemand auf die Idee kommt in der Redaktion, wir machen jetzt ein Pro und Contra zum Thema SUV in der Stadt. So, sollen wir mit SUVs in Hamburg rumfahren oder nicht? Und dann meine Antwort darauf ist, so kann man machen, ist aber dann halt dumme Frage und schlechter Journalismus, weil in dem Fall sollte man eigentlich mit ExpertInnen und WissenschaftlerInnen reden, deren Meinung und Erkenntnisse einholen und dann einen Text darüber schreiben, ob jetzt SUV in der Stadt gut ist oder nicht gut ist. Ich glaube ja, gelesen zu haben, dass es keine StadtwissenschaftlerIn gibt, die seriös ist und dir sagen würde, SUV ist nice fürs Klima oder für die Stadtgesellschaft. Und diese Vereinfachung quasi der Debatte, dass man sagt, man splittet alles in ein Pro und Contra, ist wirklich auch gefährlich für die Debattenkultur an sich. Dann, glaube ich, ist mir auch wichtig, auch nochmal festzustellen, ich versuche wirklich jetzt im Schnelldurchlauf das zu machen, diese Mär der Neutralität, also die Imagination von Objektivität, das ja vor allen Dingen, also bei JournalistInnen muss man sagen, das sind ja sehr privilegierte Menschen, die dafür teilweise ja gut bezahlt werden, teilweise prekär, aber schon bezahlt werden, um sich Gedanken zu machen. Das ist unser Job auch. Und dann zu recherchieren und zu schreiben. Und ich finde es irgendwie so ein bisschen fatal, dass eine Sache, die man im ersten Semester von jedem sozialwissenschaftlichen Studium lernen kann, dass es sowas wie Neutralität und Objektivität in der Reinform nicht geben kann, dass das noch eine Debatte ist, quasi zu sagen, ah, du bist halt irgendwie jetzt betroffen von dem Thema, deswegen kannst du nicht darüber reden oder schreiben, weil du kannst ja nicht objektiv darüber diskutieren. So als könnten halt nicht Betroffene, beziehungsweise plakativ gesprochen alte weiße Männer über irgendwas objektiv schreiben. So, dann beschreibe ich im Buch nochmal eine andere Form, einen anderen Typus des schreibenden Journalisten und hier mal nicht gegendert, weil meistens sind es Männer. Und ich nenne das Fleischwolf. Also es sind so Menschen, die nicht unbedingt rechtskonservativ denken, sondern schon eher so Liberalos zum Beispiel oder bürgerlich denkende Kolleginnen und Kollegen, die es aber nicht aushalten, wenn
Menschen für sich selbst sprechen wollen, beziehungsweise schreiben wollen. Also sie sind so lange d'accord, bis du sie quasi für dich reden lässt, ist alles okay. Und in dem Augenblick, wo du sagst, nee, ich schreibe schon das selbst und habe mir diese Gedanken gemacht und hier ist das in Buchform, dann drehen die durch teilweise. Und das ist halt auch so eine Dynamik, die ich beobachtet habe an ganz vielen Stellen in der deutschsprachigen Medienlandschaft, dass da sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch in Führungspositionen das nicht aushalten können, wenn halt neue Stimmen dazu, relativ neue Stimmen, die gibt es ja nicht, also emanzipatorische Diskurse gab es ja schon immer quasi, aber im Mainstream, wenn relativ neue Stimmen dazu kommen, dass es viele gibt, die das nicht aushalten. Dann nur noch drei kleine Punkte, Kontroverse als Selbstzweck, also wie kann man dafür sorgen, dass so eine rote Socke wie meine Wenigkeit sich quasi ärgert und dann wütend zu Twitter läuft und da quasi einen Rant schreibt. Das ist auch Teil einer Medienstrategie, die ich sehr kritisch sehe, dass da wirklich auf die Kontroverse gesetzt wird, dass zum Beispiel Menschenfeindlichkeit dafür sorgen soll, dass sich halt von Rassismus betroffene Menschen dann aufregen. Oder Jüdinnen und Juden, weil wieder was Antisemitisches gesprochen oder gesendet wird. Beziehungsweise, wenn gesagt wird, die eine humorbefreite Kabarettistin, die antisemitische Sachen auf der Bühne erzählt, finanziert durch unsere Serviceabgaben, dass das irgendwie ganz toll ist, weil es ist ganz gut, wenn sich Jüdinnen und Juden da aufregen. Das erzeugt Sichtbarkeit. Und das finde ich halt total gefährlich, wenn das so eine Medienstrategie ist. Und dann noch die zwei letzten Sachen, Repräsentation. Also es wird ja viel über Diversity und Vielfalt gesprochen. Ich finde, das sind zwei sehr schwierige Begriffe, weil Diversity kann auch Broschüre sein oder Trailer und dann packt man halt ein paar schwarze Menschen und POCs quasi rein und dann ist Diversity und das ist halt total schwierig. Repräsentation ist da vielleicht ein besseres Wort, aber Repräsentation muss halt auch in den Entscheidungsräumen gegeben werden. Es reicht nicht, quasi ganz unten quasi einen Hausaraber einzustellen oder irgendwie schreiben zu lassen und dann hat man das irgendwie schon eingetütet. Und ich sage ja, dass ich das alles nicht essentialistisch denke. Das heißt, meine Herkunft oder meine Betroffenheit von Rassismus macht mich ja nicht zu einem besseren Autor allein oder zu einem besseren Chef. Ich würde niemals Chefredakteur werden. Wollen, weil das ist ein sehr schwieriger Job und davor habe ich auch großen Respekt tatsächlich, aber mich qualifiziert meine Herkunft nicht für einen bestimmten Job, aber gleichzeitig kann ich mit Sicherheit sagen, dass homogen zusammengesetzte Chefredaktionen oder Entscheidungsräume in egal wo, auch in Hochschulen oder Theatern zum Beispiel, aber vor allen Dingen in Redaktionen treffen schlechte Entscheidungen. Also wenn es nur alte weiße Männer unter sich sind, not so good. Und letzter Punkt, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, Präzision. Also präzise zu sein, finde ich irgendwie, also darüber können wir auch nochmal reden. Ich habe sehr, sehr viel über sogenannte Clankriminalität in Deutschland geschrieben und habe halt gemerkt, dass das sehr holzschnittartig berichtet worden ist in den vergangenen Jahren. Von einigen immer wiederkehrenden Kolleginnen und Kollegen. Und diese nicht präzise, also es gibt so einerseits die sowieso mit Vorurteilen und rassistischen Parolen gespickte Berichterstattung, vor allen Dingen in dem Fall in Bewegtbild. Und dann gibt es so eine ganz unpräzise Berichterstattung, wo immer ganz so getan wird, als könnte man in einige Gegenden von Berlin oder NRW nicht reisen, weil Araber haben das schon übernommen und ich so, I wish, aber es ist so, deine Aufgabe als Journalistin ist es wirklich zu versuchen, präzise das Phänomen zu beschreiben. Ich bin ja nicht also einige denken, ach, der will das verschweigen, aber ich will das nicht verschweigen, sondern ich will nur, dass es präzise beschrieben wird und recherchiert wird und dass zum Beispiel Statistiken kritisch gelesen werden. Und ich habe halt gemerkt, das wird halt nicht gemacht und deswegen habe ich mich Wochen und Monate lang hingesetzt und habe mir Excel-Tabellen angeguckt.
So dachte ich auch nicht, dass ich das mal Vollzeit machen würde, aber das wäre so der letzte Punkt, dass man im Rahmen der Möglichkeiten als Journalistin nochmal in die Tiefe geht und Expertise aufbaut. Ja, vielen Dank. Du hast jetzt quasi schon so super viele Punkte angeteasert und ich finde es nice, dass du gleichzeitig auch schon so Forderungen sozusagen darin formuliert hast. Vielleicht, genau, also die. Ich hab dich ja gerade gefragt, ne, nach so dieser Reaktion auf quasi deine Texte. Und du hast es gerade in deinen Punkten auch schon kurz gesagt, so dass inzwischen marginalisierte Gruppen ja sichtbarer sozusagen sprechen. Und da frage ich mich so, okay, auf was für eine Welt trifft eigentlich diese Sprechfähigkeit oder diese sichtbare Sprechfähigkeit im Journalismus beziehungsweise in den Redaktionen? Auf eine Welt, in die ich auch als Anthropologe quasi reingehe und dann so mein Notizbuch nehme und dann alles aufschreibe, so ein bisschen zumindest das Notizbuch dann im Kopf. Und das hat mich schon sehr erstaunt, in den vergangenen 10 Jahren auch diese Strukturen mir anzuschauen. Im Buch kommt ein konkretes Beispiel vor, das es vielleicht gut illustriert. Also es gibt diesen einen älteren Kollegen, der dann so einen Vortrag gehalten hat, und dann hat er gesagt, 1999 konnten wir noch emotionslos und sachlich über das Dosenpfand reden. So, da gab es nicht all diese identitätspolitischen Debatten und irgendwelche Leute, die sich dann irgendwie so zu Wort gemeldet haben, so im Sinne von, wir müssen halt hier auch versuchen, nochmal uns Strukturen und historisch gewachsene Dinge anzuschauen. Und damals, 1999, konnte man einfach über das Dosenpfand quasi faktenbasiert sprechen und keiner hat sich aufgeregt. Und da habe ich mir so gedacht, also erstens will ich das in Frage stellen, dass das emotionslos damals mit dem Dosenpfand war, weil Deutsche und Dosenpfand, kann ich bin nicht so jung. Das so kommt noch dazu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie noch quasi im Fernsehen ja diese Pfandautomaten dann kamen und ganz viele Menschen in Deutschland sehr aufgeregt waren, dass die jetzt diese Dosen dahin bringen müssen und so. Deswegen würde ich da nochmal auf vermeintliche Objektivität kommen. Ich habe das zumindest anders in Erinnerung. Und dann hat er natürlich recht, wenn er sagt, wir konnten emotionslos über Dosenpfand sprechen, weil die haben ja quasi in den Spiegel geguckt und sich selbst gesprochen. Das ist jetzt nicht so, dass Repräsentation viel, viel besser geworden ist. Viele Redaktionen sind immer noch sehr homogen weiß zusammengesetzt. Das ist einfach ein Fakt. Dazu gibt es auch verschiedene Erhebungen in Deutschland. Und schwarze Menschen und People of Color sind unterrepräsentiert. Aber sie sitzen jetzt an einigen Stellen tatsächlich. Und dann gibt es halt ein paar von uns, sage ich jetzt mal, die man halt Side-Eye, so, wenn halt Harald das sagt, was er sagt, und es mag Harald halt nicht. Und das ist so, das bricht mit dieser alten bundesrepublikanischen Vorstellung von, wie sieht eigentlich eine Redaktion aus? Wir können uns ja noch an diese Bilder oder Dokumentation sehen, so. Männer, die halt mit Zigarre vor der Schreibmaschine, nee, die haben nicht mehr selbst geschrieben, sondern die Sekretärin hat geschrieben, dann bekam die Sekretärin einen Klaps auf den Po. Also das ist so, wirklich können sich noch Kolleginnen und Kollegen daran erinnern. Und so lief das halt, durchzogen auch mit sexistischen, rassistischen, klassistischen Gedanken beziehungsweise Vorstellungen, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat oder funktioniert. Und das hat sich jetzt langsam so, es bröckelt so langsam. Und so kann ich mir vorstellen, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen noch an diese andere Art und Weise gewöhnen müssen, Journalismus zu denken und zu verstehen und zu machen.
Also wenn es darum geht, zum Beispiel überhaupt Themen anders anzufassen, und da wird gesagt, Integration, man sitzt da plötzlich und sagt, aber können wir vielleicht Integration als Begriff an sich schon hinterfragen? Also es ist so quasi Mindblow für einige Kolleginnen und Kollegen, aber das zeigt auch, dass der Weg noch lange ist, bis wir so eine gemeinsame Sprache auch gefunden haben. Ja, dieses Selbstreferenzielle, das ist ja auch, also wenn das so lange funktioniert hat, das ist ja auch irgendwann, das ist ja einfach. Ne? Und wenn dann plötzlich neue Diskurse und so eine Infragestellung kommt, die jahrzehntelang nicht da gewesen ist oder die man irgendwie schneller wegdrücken konnte, so, dann ist das natürlich extrem anstrengend. Ja, und dabei muss man sagen, wenn ich kurz ergänzen darf, dabei muss man sagen, dass Journalismus überall nach denselben Regeln auch funktioniert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das Rad neu erfinde, sondern Recherchen funktionieren zum Beispiel nach dem Zwei-Quellen-Prinzip, beziehungsweise investigative Recherchen nach dem Unendlich-Quellen-Prinzip, Quellenschutz, Dokumentation, konfrontieren, das sind ja alles Sachen, die Journalistinnen und Journalisten lernen, in JournalistInnen-Schulen oder im Volontariat oder auch quasi als QuereinsteigerInnen und so. Aber gleichzeitig irritiert das teilweise, wenn Kolleginnen und Kollegen halt merken, dass dann neue Perspektiven einfach mit reinkommen und diese Perspektiven in Journalismus gegossen werden. Als anderes Beispiel, das auch in meinem Buch vorkommt, ist dieses, wie ich finde, ja schon sehr harte Kapitel über Refugee Porn. Das ist so ein anderes Thema, glaube ich, für eine andere Diskussionsrunde nochmal, aber da beschreibe ich nur ganz kurz nochmal zusammengefasst, dass in Deutschland einige Männer halt ins Internet gehen und Pornografie sich anschauen, wo Frauen vergewaltigt werden, geflüchtete Frauen oder Darstellerinnen, die geflüchtete Frauen spielen in Pornofilmen, vergewaltigt, gedemütigt, entmenschlicht werden. Und ich habe das recherchiert, wie viele Leute das sehen, und leider sehen das ultra viele Menschen, und was das quasi über den politischen und gesellschaftlichen Diskurs aussagt. Und die Rückmeldung von einigen Kolleginnen und Kollegen war so, wie kommst du eigentlich auf dieses Thema? Das ist so nein, ich fühle mich so schlecht dabei und so. Und ich so, vielleicht ist es auch okay, sich irgendwie schlecht zu fühlen, aber mich interessiert das halt auch. Und weil ich halt die queer-feministischen, antirassistischen Texte alle gelesen habe, komme ich dann halt, und im Buch beschreibe ich auch, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Aber das sind so Ansätze, die, glaube ich, für einige näher dran sind, also für mich zumindest, wenn ich für mich selbst spreche. Und so haben mir auch vor 3, 4 Jahren einige Kolleginnen gesagt, was hast du eigentlich gegen die Polizei? Weil ich angefangen habe, da so kritisch nachzurecherchieren, was Polizeigewalt angeht. Und Leute, Kolleginnen und Kollegen haben mir halt gesagt, so, das sind doch die Guten. Also wirklich, also so ins Gesicht und so, es gibt, also staatszentrierter Journalismus ist schlechter Journalismus, meiner Meinung nach. Das heißt, überall skeptisch zu sein und zu sagen, wer hätte gedacht, dass Wirecard gemacht hat, was es gemacht hat. Ja, eigentlich kritische JournalistInnen müssen immer versuchen, diese Ansätze, ich bin kein Finanzjournalist, aber es haben ja einige Kolleginnen und Kollegen gemacht und denen wurde nicht geglaubt. Und dann ist die Bombe quasi explodiert und tata, wir haben den größten Wirtschaftsskandal der vergangenen Jahre. Und so habe ich das auch bei der Polizei mir gedacht. Also, wenn man den Betroffenen zuhört, und das ist ja Teil meines Jobs, einfach zuzuhören und nicht so lange zu sprechen wie jetzt, dann kriegt man guten Input. Und es kann ja nicht sein, dass so viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einfach zum Spaß zu mir kommen oder überhaupt auf Social Media oder egal wo von Polizeigewalt berichten. Da kann ja was nicht richtig laufen. Und dieser Anfangsverdacht, der hat dann dazu geführt, dass ich auch wegen meiner Sozialisation
dann kritisch drauf geguckt habe. Und das haben einige Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht verstanden. Das ist sehr irgendwie total krass. Also es zeigt so deutlich, wie sehr Journalismus oder Redaktionen, die Strukturen in den Redaktionen eigentlich die Strukturen oder Machtstrukturen in Gesellschaften widerspiegeln, wenn die Branche, die sich als vierte Kraft versteht, empört ist, wenn man über Polizeigewalt schreibt. Also es ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich, wenn man Journalismus als das versteht, was er sein sollte. Vielleicht nochmal so zurück zu dieser Frage auch von Deutungshoheit und Fragilität. Ich finde, das hat man an dieser Cancel-Culture-Debatte im letzten Jahr, ich meine, die reißt ja nicht ab, das geht ja immer weiter, aber in dieser Cancel-Culture-Debatte im letzten Jahr sehr stark gesehen, so, also wie fragil die Mehrheitsgesellschaft eigentlich ist, wenn es darum geht, wer hat eigentlich die Deutungshoheit darüber, was antisemitisch ist, was rassistisch ist und was nicht, was ein Witz ist und was nicht. Oder auch ja, ne, so dieses Selbstmitleid von Journalistinnen, wenn sie dann über die sozialen Medien Kritik für ihre rassistischen Artikel bekommen und so. Also genau. Und was ich so erstaunlich aber auch immer wieder finde, ist, dass es ja auch funktioniert. Ja, also so aus Kritik an Polizeigewalt wurde dann die armen Polizisten oder kein Rassismus auf öffentlichen Bühnen wurde zu böse Cancel Culture. Und der Fall hat auch nochmal so gezeigt, so dann, der hat ja dann auch total viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, diese Person wurde selbst von linken Zeitschriften dann irgendwie, hat ein super großes Porträt bekommen und so. Kannst du erklären, was das für ein Mechanismus ist, dieses, ja, im Grunde, das ist ja im Grunde so ein Einknicken auch von so rassistischen Positionen im Journalismus? Also kurz vor Release von meinem neuen Buch, Der weiße Fleck, habe ich auf Twitter geschrieben, ob mich oder gefragt, ob mich jemand canceln könnte, weil das hilft quasi den Verkäufen und anscheinend hat es funktioniert, ist dann auf die Bestsellerliste gekommen und das zeigt ja die Absurdität dieser ganzen Debatte. Also wir reden über eine Person XY, die gecancelt wurde angeblich und plötzlich sieht man diese Person überall, Doppelseiten, in Printmedien, Primetime, sie sitzt in irgendwelchen Sendungen, wo sie überhaupt gar nicht reinpasst, weil das vielleicht intellektuell nicht so gut passt, aber es ist halt irgendwie total absurd, dass jene, die quasi gecancelt werden von der Woken Bubble, dass die quasi jetzt als Opfer da stehen sollen. Das ist irgendwie mittlerweile so ein großer Zirkus und manchmal kann man auch nur so ein Zirkus-Emoji quasi schicken und fertig. Weil meine Reichweite da noch zur, ich beschreibe auch im Buch einige ja ganz konkrete Möglichkeiten, antirassistisch zu denken. Und Ghosten ist so eine Möglichkeit. Das funktioniert nicht immer, aber wenn man halt gemeinschaftlich sagt, okay, wir haben keine Zeit und keine Lust, uns jetzt mit dieser menschenfeindlichen Satire, sage ich jetzt mal, auseinanderzusetzen, dann kann man auch gemeinschaftlich diese Person vielleicht. Okay. Davor haben dann so konservative Angst, weil ignorieren bedeutet ja, der Diskurs stoppt irgendwie, keine Ahnung, aber bei der Meinungsfreiheit ist auch nichts zu sagen. Also ich muss zu allen was sagen, das ist auch manchmal ganz simpel. Und du hast es schon richtig formuliert oder angedeutet, dass Medien ja nicht, also Medien sind ja Teil dieser Gesellschaft, das heißt, die Strukturen, die da draußen herrschen, herrschen dann auch in den Redaktionen. Das ist auch total einfach. Also die Dynamiken, die zum Beispiel an der Hochschule herrschen und die Machtstrukturen bzw. die Tendenz zum Machtmissbrauch durch einige, die findet man halt auch in vielen Redaktionen. Und ich selbst habe auch einige Fälle dazu recherchiert und aufgeschrieben. Und das ist halt leider auch
so, dass es nicht stimmt. Und ich wünschte, dieses Klischee würde stimmen vom rot-grün versifften Medienbetrieb. Also es gibt ja irgendwie so dieses Vorurteil, dass, by the way, rot-grün, dass es jetzt an diesen politischen Farben festgemacht wird, ob man progressiv ist oder nicht, kann man auch diskutieren. Oder an bestimmten Parteien. Aber ich habe das halt in den vergangenen 10 Jahren ganz anders erlebt. Da ist nichts rot-grün. Natürlich findet man ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die total toll sind und progressiv, keine Ahnung, beziehungsweise auch fair quasi umgehen. Aber rot-grün würde ich das jetzt nicht nennen, das, was ich gesehen habe. Und deswegen ist es total interessant, dass diese teils reaktionären Debatten immer und immer wieder aufploppen. Cancel Culture, Identitätspolitik und dann verknüpft werden mit so, ja, die wollen, dass ganz Afrika hierher kommt zum Beispiel. Und das sind natürlich so Übertreibungen. Ich bediene ja auch Satire zum Beispiel und übertreibe ganz oft. Aber in dem Augenblick, wo es halt die Menschenwürde einer verletzbaren Minderheit oder egal einer Gruppe, sage ich jetzt mal, betrifft, dann ist natürlich so eine rote Linie überschritten. Und diese rote Linie, wie gesagt, überschreiten mit Intention ganz viele Redaktionen leider mittlerweile, auch um genau diese Empörung auszulösen. Ja, vielleicht kannst du da später auch nochmal drauf eingehen, also genau die Übertreibung sozusagen von Redaktionen oder Überschreitung von Grenzen, die ja also sowohl politisch als auch medial den Rechtsruck in der Gesellschaft hier immer weiter verschoben oder vorangetrieben haben. Aber vielleicht noch mal, weil du es gerade so auch kurz angedeutet hast, so diese, wobei nein, lass uns bei dem bei diesem Überschreiten von Grenzen bleiben vielleicht, weil in deinem Buch das war so das Kapitel, was mich beim Lesen auch ja so am meisten getroffen hat. Ich erinnere mich noch sehr stark, also das Beispiel, was du da nennst, daran erinnere ich mich noch sehr genau, und du bringst es halt noch mal so in so einen Kontext, wo so eine ganz eigentlich eine ganz klare Grenze überschritten wurde von was ist überhaupt diskutierbar und was nicht. Genau, du nennst das die tödliche Vernunft. Vielleicht kannst du da noch mal so erklären, was meinst du damit und wie zeigt sich das? Also es ist quasi die Performance der Vernunft. Also es ist die vermeintliche Neutralität, die dann auch in so einem Gewand daherkommt, dass man ja über alles reden kann. Also das klingt ja auf den ersten Blick auch immer ganz vernünftig und gut. Lass uns über alles reden, Meinungsfreiheit, offener Diskurs, aushalten. Und es ist ja nicht nur bei einem Medium passiert, dass zum Beispiel über die Seenotrettung offen debattiert worden ist. Also im Sinne von, soll man die Leute ertrinken lassen oder nicht, pro und contra. Und das zeigt ja auch, dass das Problem strukturellen Charakter hat oder dass die Tendenz, vielleicht sagen wir die Tendenz in einigen Redaktionen und dieses Pro und Contra Menschen retten oder ja oder nein. Es kam ja sowohl in Printmedien als auch in Online-Medien als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, in verschiedensten Formen und Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt mal. Und das hat sich dann fortgesetzt in Social Media und in privaten Räumen, beziehungsweise auch in Buchform gibt es das mittlerweile. Das sind ja auch die Bücher, die dann ja auch groß rezipiert werden. Und das finde ich total gefährlich, weil da natürlich sehr, sehr viele Menschen geprägt werden von ihrem Medienkonsum. Also wenn sie Leben retten, ja oder nein, in der Zeitung oder im Programm
halt mitbekommen, dann denken sie, das ist wirklich eine legitime Frage, die man stellen kann. Und die Frage, die sich da anschließt, und ich versuche das zu illustrieren im Buch mit verschiedensten dummen Fragen, ob man zum Beispiel übermorgen diskutieren kann, ob man Menschen verspeisen kann. Also das wäre ja die Logik, dass man sagen kann, okay, man kann einen Text drucken, wo man sagt, okay, man macht jetzt ein Plädoyer für Kannibalismus. Und natürlich, also ich würde nichts ausschließen, nicht, dass dann irgendjemand quasi dann später kommt, dieses Video auskriegt und dann mir sagt irgendwie, du hast das hier prophezeit, aber das ist ja die, wenn man das konsequent weiterdenken würde, dann würde man sagen, dann diskutiert man halt auch, ob Frauen zurück an den Herd sollten. Und das ist jetzt auch wiederum nicht so imaginiert, weil genau diese Debatten gibt es ja auch. Also es ist, also man muss immer zwischen den Zeilen manchmal lesen, aber auch manchmal quasi die pointierten Überschriften sich anschauen. Und da gibt es AutorInnen, die schreiben, in teilweise auch Mainstream-Medien, dass es nun genug sei mit Feminismus. So. Oder Gender Gaga, das ist ja auch eine wiederkehrende Debatte. Und diese Vernunft ist dann halt, diese vermeintliche Vernunft habe ich halt tödliche Vernunft genannt, weil sie halt die existenziellen Fragen für verletzbare Minderheiten touchieren. Immer. Also in dem Augenblick, wo man halt ein Essay schreibt, jetzt ist mal gut mit Erinnerungskultur, das ist eine existenzielle Frage für Jüdinnen und Juden und Sinti und Roma und AntifaschistInnen, zum Beispiel in diesem Land. In dem Augenblick, wo diskutiert wird, ob man einem menschenfeindlichen, rechtsradikalen, neonazistischen Politiker, der auch demokratisch gewählt ist, eine Seite schenkt, dass er einen Gastbeitrag schreibt. In dem Augenblick, wo man das überhaupt als Option auf den Tisch, auf den Redaktionstisch quasi knallt, hat man schon quasi einen Schritt auf eine totalitäre Zukunft gemacht. Und das ist halt, das heißt ja immer, während den Anfängen, das ist ein bisschen abgegriffen. Aber ich glaube, dass diesen Zeitpunkt haben wir schon längst verpasst, tatsächlich. Und da nochmal zu sagen, dass vor allen Dingen Medien, größere, aber auch kleinere Medienhäuser in der Verantwortung sind, guten Journalismus zu machen, der aber auch die Menschenwürde wahrt. Also es ist ja auch total simpel. Also ich möchte halt nicht die Existenz von einigen Gruppen verhandelt sehen in einem journalistischen Produkt. Und das bringt aber viele auf die Palme, weil sie denken, das ist halt so Sprachpolizei, die wollen uns was verbieten. So als würde ich mit Tesafilmen durch Hamburg, Berlin oder München laufen und irgendwelchen Leuten den Mund zukleben können. Aber diese Kritik quasi wird halt als Cancel Culture und Identitätspolitik identifiziert. Dabei ist halt dieser rechtskonservative Feuilleton, sage ich jetzt mal, an sich schon die Identitätspolitik und bedient ja auch identitäre Diskurse oder politische Ideologien, die so anders auch in der Gesellschaft abgebildet werden, zum Beispiel in Parlamenten in Deutschland. Und was ich auch so an dieser Neutralitätsfrage so krass finde, ist, oder ne, an diesem, wir wollen alle Meinungen abbilden, wir wollen alles diskutieren können, weil in der Demokratie darf man das oder muss man das aushalten. Das ist ja irgendwie immer so das Argument. Dabei finden ja auch eigentlich die Stimmen derjenigen, die das, also die einen Stimmen werden so platt gemacht, ja, also mit dem Argument Cancel Culture, Identitätspolitik, und die anderen werden aber immer mehr zugelassen. Und so diese Verschiebung, dass das eigentlich, das hat nichts mit, also selbst wenn es sie gäbe, nichts mit Neutralität zu tun. So. Und da kommen wir vielleicht auch, also so da die, was du am Anfang gesagt hast, auch so Definition, ne?
einer deiner ersten Punkte war, du würdest dir wünschen, so man spricht nochmal über Definitionen tatsächlich auch von Begriffen. Das findet da ja gar nicht statt. So, Vor allen Dingen, man spricht halt auch im redaktionellen Kontext. Ich bin ja nicht dafür jetzt, dass du, also so dudenmäßig quasi das Alphabet durchgehen und dann I wie Identitätspolitik machen. Also was ist das? Das kann man natürlich auch machen, aber wenn wir halt auf einem bestimmten politischen Level diskutieren wollen, dann müssen wir halt genau einfach wissen, über was wir diskutieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es ja auch eine Wahrnehmung ist, wer viel und wer weniger zu Wort kommt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ist ja ein bisschen vereinfacht auch zu sagen, es gibt zwei Seiten, die Progressiven und die Konservativen. Aber um jetzt mal die Diskussion hier einfacher zu machen, machen wir diese zwei Seiten auf. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jene auf der anderen Seite von meiner Perspektive aus gesehen sich auch überrumpelt fühlen und denken, wir reden jetzt nur noch über den alten weißen Mann. Und jetzt habe ich wieder gesehen, Kampnagel hat diese Sache gemacht. Und jetzt habe ich wieder gesehen, dass da irgendwie eine Autorin einen Bestseller geschrieben hat und das ist halt antirassistisch oder emanzipatorisch queerfeministisch. Und dann habe ich wieder gesehen, dass die neue Volontärin, die ins Haus gekommen ist, auch so komische Gedanken hegt und eine Identitätspolitik macht und so weiter und so fort. Das heißt, diese Wahrnehmung ist schon da und wichtig ist, da auch nochmal faktenbasiert zu schauen und dafür gibt es dann MedienwissenschaftlerInnen und die werfen auch teilweise, die gucken sich quantitativ, aber auch qualitativ an, was machen deutsche Medien. Ich kriege auch total viele Anfragen von MedienwissenschaftlerInnen und sage an dieser Stelle, ich kann nicht leider bei so vielen Sachen mitmachen. Aber was die machen, die schmeißen ja in ihre Forschungsdesigns oben alles, was produziert wird im Journalismus und gucken sich quasi analytisch dann an, was so diskutiert wird. Und ich oder, also okay, ich bleibe mal bei mir, aber ich als Person oder als Phänotyp oder als Gruppe komme ja immer noch so krass öfter vor als jede andere Person in dieser Redaktion, in der ich dann sitze. Und das dann nochmal sichtbar zu machen, zu sagen, hier, es gibt diese Studie, das meine ich auch mit Präzision. Die Wahrnehmung ist das eine, aber dann auch nochmal die zu checken und quasi mit der Realität abzugleichen, ist nochmal das andere. Und ein gutes Beispiel ist, wie gesagt, diese Clan-Kriminalität. In dem Augenblick, wo ich die Wahrnehmung habe, also anders gesagt oder anders formuliert, meine Mutter, also ich habe als Kind sehr, sehr viel Fernsehen geguckt, auch sehr viel Privatfernsehen. Und meine Mutter guckt bis heute sehr, sehr gerne auch so Sendungen wie RTL Aktuell oder RTL Extra oder wie das heißt, aber auch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und die schicken mir manchmal so SMS im Sinne von, um Gottes Willen, Deutschland geht unter, Clan-Kriminalität überall, man kann gar nicht mehr auf die Straße gehen, du darfst nicht nach Duisburg, du darfst nicht nach Berlin, du darfst nicht nach Bremen, du darfst nicht nach Osnabrück, auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich ja auch nicht immer, wo ich recherchiere, weil sonst würde sie mir jede Sekunde halt schreiben, wo bist du, wie geht's dir? Aber das ist für mich eine gute Illustration, dass natürlich diese mediale Repräsentation dieses Themas auch Menschen prägt. Und Menschen denken wirklich, dass in Berlin-Neukölln die Anarchie herrscht und hier irgendein Clan-Krimineller quasi das Sagen hat. Da hat immer noch die SPD das Sagen, vielleicht ist das Teil des Problems, aber es ist quasi total wichtig, da nochmal wirklich einfach als Journalistin zu checken, was bedeuten eigentlich die Statistiken, die mir PolitikerInnen vorgeben bzw. an die Hand geben? Und es haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen leider nicht getan, diese Statistiken kritisch zu lesen. Da wurden teilweise auch nicht immer, das ist auch wichtig, das ist ja nicht eben so ein monolithischer Block, da wurden teilweise auch 1:1 Texte vom Polizeisprecher übernommen. Und es, also ich habe mir für einige Bundesländer die Berichterstattung über 4-5 Jahre angeguckt und das war sehr viel Arbeit, aber du denkst dir auch, das ist die Pressemitteilung von der Polizei und das ist quasi das Ergebnis in der lokalen Zeitung und es ist deckungsgleich und du denkst dir so, wie kann das eigentlich sein? Du hast deinen Job nicht gemacht.
Und diese Wahrnehmung nochmal zu checken, ist einfach Teil journalistischer Sorgfalt. Und das machen leider sehr viele Kolleginnen und Kollegen eher nicht. Oder zu viele Kolleginnen und Kollegen eher nicht. Und das muss sich aber ändern, meiner Meinung nach. Ich habe, also ja, das beobachte ich auch so, also als Leserin sozusagen auch, dass ich so Artikel lese und ohne die Statistiken durchgerechnet zu haben, weiß ich, das kann doch nicht richtig recherchiert sein. Und also jetzt ein Beispiel, was gut, nee, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber teilweise auch so. Es gab letztens einen Artikel in einer eher nicht, also nicht einer reaktionären Zeitschrift über auch Erinnerungskultur, wo dann auch so behauptet wurde, der Nationalsozialismus sei, der hätte keine, sozusagen keine monetäre, also der sei nur aus Boshaftigkeit, hätte der existiert und hat nicht wirklich, also dass es da auch nicht um Besitz und Geld gegangen sei. Und das finde ich, also da frage ich mich so, wo sind da die Kontrollmechanismen in den Redaktionen, die darauf bestehen, ne, dass Artikel nicht einfach, weiß ich nicht, aus anderen aus Pressemitteilungen abgeschrieben werden oder nicht gegengecheckt werden oder so. Also das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass natürlich da ganz basale Bildung nicht vermittelt worden ist, also schon quasi in der Schule und in der Hochschule. Also man kann ja nur auf diese sehr simplifizierte Art und Weise, Erinnerungskultur oder überhaupt die deutsche Geschichte zu lesen kommen, wenn man halt nicht weiß, dass die Nationalsozialisten, nachdem sie die Menschen ermordet haben, ihre Habseligkeiten und ihr Besitz quasi beschlagnahmt haben, bis hin zu den Goldzähnen, die dann eingeschmolzen worden sind und irgendwo heute noch in Tresoren schlummern. Und dass einige das nicht mitdenken, ist einfach auch Ergebnis von Sozialisation oder was wir halt gelernt haben oder was wir nicht gelernt haben. Was ich damit sagen möchte, es ist halt größer als nur das, was in den Redaktionen stattfindet. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ich erlebt habe zumindest oder beobachtet habe. Es gibt jene Redaktionen, die, und das gehört auch zur Wahrheit, wenig Ressourcen haben. Das heißt, ein Redakteur muss mehrere Texte durchwinken und dann irgendwie in Form bringen, dass die möglichst schnell auf die Online-Seite kommen oder gedruckt werden, beziehungsweise ein Beitrag möglichst schnell quasi gesendet wird. Und das ist natürlich eine Frage auch von Ressourcen und im kapitalistischen Kontext, wie wird guter Journalismus finanziert. Und da haben ja vor allen Dingen viele Verleger da auch nicht gegendert, in der Vergangenheit eher nicht so gute Arbeit geleistet. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, weil man fragt sich, wie kann man Menschen dazu bringen, auch im digitalen Raum für guten Journalismus zu bezahlen, weil man kann ja nicht von Luft und Anerkennung und Journalistenpreisen leben, auch wenn die dotiert sein sollen, das ist einfach, das geht nicht. Und das ist einerseits ein Problem, das quasi in den Redaktionen, aber auch Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen jene, die frei arbeiten, halt in prekären Verhältnissen arbeiten teilweise. Und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, im Lokaljournalismus, wenn man da frei arbeitet, man kriegt wirklich fast nichts. Und dann geht es auch darum, schnell alles so abzuarbeiten und dann zu versuchen, nicht so viel Zeit zu investieren und Energie zu investieren, weil man muss immer diese Kalkulation im Kopf haben. Und so sage ich auch, und es tut mir nicht weh, ich bin als investigativer Journalist, der halt längere recherchierte Stücke schreibt, auch super privilegiert,
weil ich meine Kalkulation ja auch so aufstelle, dass ich mir halt, manchmal dauert es halt 6 Monate, 8 Monate, 12 Monate, bis ich das alles zusammen habe. Und es kann ja nicht sein, dass dann ich nicht davon leben kann. Also muss ich auch irgendwie schauen, in diesem kapitalistischen Kontext, wie ich damit umgehe. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass halt genau diese Texte gedruckt werden. Das ist dann das, was ich versucht habe, als Kontroverse zu, also diese Medienstrategie der Kontroverse und als Selbstzweck zu beschreiben. Und es ist natürlich schade, wenn ich weiß, dass in einigen Entscheidungsräumen in Redaktionen halt das wirklich kalkuliert gemacht wird, zu sagen, ja, das hauen wir jetzt raus, weil wir wissen halt, dass das Leute aufregen wird. Beziehungsweise ein gutes Beispiel sind Kolumnen. Kolumnen ist ja auch ein eigenes Genre tatsächlich. Und ich bin seit einigen Monaten, wenigen Monaten auch selbst Kolumnist im Zwei-Wochentakt bei der Taz. Und trotzdem finde ich, dass einige Kolumnen, jetzt allgemein gesprochen, schon immer haarscharf an what the fuck, quasi, wenn ich das mal so formulieren darf, immer so dran vorbeischlittern oder halt wirklich auch richtig unrecherchiert, nicht recherchiert, falsche Fakten darstellen. Und das ist jetzt eine Sache, wenn man halt einen Fehler macht und uns allen passieren Fehler. Und das ist so eine Sache, wenn man das halt wirklich on purpose macht. Also wenn man sagt, ich schreibe jetzt eine Kolumne und die ist halt menschenfeindlich und deswegen schreibe ich jetzt irgendeinen Fakt da rein. Seitdem Muslime in diesem Land sind, dürfen wir nicht mehr mit unseren Hunden in Geschäfte rein. Also was steht denn da drin? Wo ich so denke, ich darf hier nicht rein. Science mit kleinen Hunden, das ist ja das Deutsch. Also, und außerdem, um ganz ehrlich zu sein, ich stehe dazu, dass dann Hunde nicht in die Käserei oder ins Lebensmittelgeschäft gehen sollten. So, das ist so meine Meinung. Aber einerseits, dass da die Fakten nicht so eine große Rolle spielen, das ist sehr, sehr schlimm für den Journalismus und auch das Ansehen von vielen Medienhäusern. Und andererseits aber auch, dass da, wie soll ich das formulieren, dass da auch wissentlich schiefe Bilder transportiert werden. Das ist ganz traditionelle Beispiel, das ein bisschen auch Gaga ist, ist, dass wenn ein Kolumnist schreibt, dass er ja nicht schreiben darf. Also es ist halt so oft passiert, dass in Kolumnen, die breit rezipiert werden, das lesen dann Zehntausende Menschen oder sogar Hunderttausende Menschen und dann steht da Cancel Culture, Sprachpolizei, ich darf gar nichts mehr, ich darf nicht mehr sagen, was ist nicht so, Dude. Du hast es doch gerade geschrieben, schreib doch, was du willst. Du kannst doch schreiben, was du willst. Es ist doch total absurd, das zu schreiben, weil das fällt halt entweder niemandem auf oder die Leute wollen das. Also diejenigen, die das dann entscheiden, die wollen das dann halt dann auch, dass das so steht. Und viele lesen das dann nicht kritisch leider und dann ist es Papier- oder Internetverschwendung aus meiner Sicht, aber gehört halt auch leider zur Medienlandschaft hier in diesem Land. Ja, vielleicht da auch noch, du beschreibst in deinem Buch ja auch so ein Phänomen von, und ich finde, das spielt da auch so ein bisschen rein, ne? So dieses, ich darf ja jetzt gar nichts mehr sagen, ich armer weißer Mann. Und du nennst das Opferolympiade. Ich finde das ja also ein total bizarres Phänomen, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen. Vielleicht auch so, ne, was da psychologisch eigentlich passiert. Ja, psychologisch, da will ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich bin ja kein Psychologe, aber es ist so, das, was ich beobachtet habe, wirklich sehr, sehr absurd, weil da herrscht so eine Sehnsucht nach diskriminiert werden. Also es ist, ich kann mich, wie gesagt, ich bin nicht die jüngste Person und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man quasi seine Biografie beziehungsweise den Lebenslauf so aufpoliert hat, wie aus gutem Hause und da habe ich dann noch diese Reise gemacht und ich habe schon alles
Vierjähriger Kant gelesen und so. Und das hat sich aber in den vergangenen Jahren so geändert. Da bist du halt jetzt nicht mehr in jungen Jahren schon in die Hochkulturveranstaltungen auf Kampfnagel gegangen, sondern du hattest es total schlimm und oh mein Gott, du wurdest geschlagen und alle diskriminieren dich und so. Und da ist, glaube ich, so eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Und was ich versuche auch im Buch zu beschreiben, ist, dass da so der Gedanke, glaube ich, dahinter schlummert, dass in dem Augenblick, wo du als verletzbare Gruppe identifiziert wirst oder Mitglied einer verletzbaren Gruppe, da kriegst du so quasi extra Payback-Punkte oder so, sowas. Also da kriegst du halt so, keine Ahnung, so ein Badge oder so ein Punkte oder her, sammeln sie Herzchen oder sowas und dann kannst du die sammeln, dann kriegst du so eine Prämie oder so, keine Ahnung. Und so tendieren mittlerweile so ganz viele AutorInnen, und das ist wirklich jetzt nicht nur auf den Journalismus bezogen, sondern auch auf Literatur, auch auf Satire, beziehungsweise auf Unterhaltung oder Theater. Ganz viele in diesem Medien- und Kulturbetrieb versuchen, ihre eigene Betroffenheit von echten oder imaginierten Diskriminierungen so ganz in den Vordergrund zu stellen. Und ich würde das gerne nochmal kurz illustrieren. Imaginiert ist natürlich, wenn man halt hyperprivilegierter alter weißer Mann aus gutem Hause ist und nochmal fett geerbt hat und niemals in seinem Leben von Obdachlosigkeit oder Armut bedroht war. Und man sagt dann halt so, man schreibt dann halt in die Kolumne, ich bin halt so, ich bin die diskriminiert so und heult halt herum. Dann denke ich mir so, okay, gut, siehst halt aus wie ein Clown, aber was soll ich machen? Und dann gibt es so eine andere Möglichkeit, echte Diskriminierungen auszuspielen und zu sagen, ich bin zum Beispiel Ostdeutsch, ich komme aus Ostdeutschland und jetzt reden wir über Black Lives Matter, aber ich bin auch diskriminiert. Wo ich so denke, so, das musst du nicht mal, du musst das nicht in Relation setzen. Natürlich gibt es ein Ost-West-Gefälle und viele Westdeutsche sind nach der Wende nach Ostdeutschland gegangen und haben Ostdeutschland ja quasi aufgekauft. Und darüber müssen wir reden und darüber reden wir auch ganz viel. Einmal im Jahr mindestens, so um den Oktober, dauert das ja immer mehrere Wochen und das ist auch total wichtig. Aber dann als ostdeutsche Autorin diese Sehnsucht nach Diskriminierung und Rassismuserfahrung zu formulieren, für halt richtig problematisch. Und im Buch beschreibe ich auch einige Studien oder Sichtweisen darauf und warum es eigentlich einerseits ablenkt, wenn man diese Opferolympiade aufmacht und sagt, aber ich bin, das wäre so, wie wenn auf der Bühne bei euch auf Kampnagel das Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt diskutiert wird und dann stehe ich auf im Publikum und sage, hallo, mein Name ist Mohammed, ich bin ein Cis-Mann und ich will halt über meine Sachen reden. Das ist so, warum nimmst du halt den Raum ein, obwohl es jetzt gerade darum geht, diese spezifische Sache zu diskutieren? Wir reden über Black Lives Matter, by the way, weil gerade der x-te schwarze Mensch getötet worden ist aufgrund rassistischer Polizeigewalt. Das ist ja nicht neu, erst im Jahr 2020 passiert. In diesem Moment quasi zu disrupten und zu sagen, ich komme jetzt und sage, Ostdeutsche verdienen so und so viel weniger als Westdeutsche, ist so, das ist legitim, dass du das sagst, aber vielleicht nicht in Relation setzen, weil das sieht nicht gut, das ist auch keine gute PR für deine eigene Sache. So, und diese Opferolympiade finde ich halt teilweise auch richtig belastend. Weil man muss sich dann auch immer damit auseinandersetzen. Und ich bin mehr und mehr dafür, dass wir einfach in einigen Momenten, also quasi in der Gruppe, weil wir haben auch nur begrenzt Aufmerksamkeit, die wir vergeben können. Und da auch nochmal zu schauen, wie diese Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren kann. Und wir haben alle viel zu tun, ist nochmal total wichtig, auch in medienpolitischen Betrachtungen, welche Themen wir quasi wie platzieren, in welchen Formen und wann wir zum Beispiel sagen, nee, jetzt werde ich das, meine Perspektive erstmal hinten anstellen und
die Leute diskutieren lassen und recherchieren lassen vor allen Dingen. Ja, da sprichst du ja eigentlich so zwei, also einmal so eine Opferolympiade sozusagen von einer privilegierten, also von einer Gruppe, die eigentlich vielleicht sowieso erstmal sich gar nicht zu dem Thema äußern sollte und dann sozusagen, dafür war ich dir auch voll dankbar in dem Buch, dass du das auch so thematisiert hast, so eine innerhalb marginalisierter Communities, sage ich jetzt mal, da auch nochmal so zu priorisieren, welche Diskurse eigentlich wann. Klar, sie haben immer eine Berechtigung, aber wann diskutiert werden sollten und wo auch, ne? Also, und wie wir darüber reden. Also ja. Es ist halt auch, kennst du diese Werbung, wo mein Haus, mein Auto, genau, vielleicht die ganz Jungen können sich nicht daran erinnern, aber ich, das ist so, genauso funktioniert das teilweise mittlerweile mit im Diskurs, auch im privilegienkritischen Diskurs, in Communities, wo man denkt, die sind halt diejenigen, die wirklich reflektiert sein müssten. Und wenn es aber, also es kann ja kein Wettbewerb sein. Also im Buch beschreibe ich eine Szene, wo eine Bekannte von mir, die halt einen von diesen richtig doofen Pässen hat, wo man nicht mit wirklich reisen kann, die beschreibt in einem Kontext, wo ganz viele von Rassismus betroffene Menschen sitzen, beschreibt sie ihre Erlebnisse am Flughafen. Die wird halt, weil sie halt diesen Pass hat, immer rausgezogen, immer doppelt kontrolliert, darf halt nirgendwo hinreisen, ohne sich wochenlang erstmal darum zu kümmern, dass sie das Visum bekommt, und dann wird sie abgelehnt und muss 1000 Sachen unterschreiben und Gebühren bezahlen und so weiter und so fort. Und ich musste das wirklich auch jahrelang, und ich weiß, wie belastend das sein kann als junge Person, das nicht machen zu dürfen, mobil zu sein. Und dann in diesem Kontext, in dieser Community, kommt dann in dem Fall leider eine schwarze Person und sagt, aber meine Diskriminierung. Und das Ding ist, du bist halt in dem Fall die deutsche Staatsbürgerin. Also ich finde, also das auszuspielen, quasi hier deine Diskriminierung, meine Diskriminierung, das führt zu gar nichts. Und auch ist es aus Medien oder aus journalistischer Sicht total wichtig, weil so, wie wollen wir Debatten führen? Auch unter jenen, die betroffen sind oder nicht betroffen sind. Weil Betroffenheit bedeutet, by the way, nicht Expertise. Also deine Betroffenheit qualifiziert sich zu gar nichts erstmal. Nur wenn du dich halt quasi erstmal damit auseinandersetzt oder reflektierst und versuchst, deine eigenen Erlebnisse irgendwie zu verbalisieren, beziehungsweise irgendwie überhaupt die Möglichkeiten dazu hast, das zu Papier zu bringen oder in Kunstform oder so, dann kann ich irgendwie so verstehen, dass du damit auch in den Mainstream drängen kannst. Aber es ist so, es ist natürlich eine Clownerie, wenn ich jetzt einen riesigen Leitartikel schreiben würde zu Tamponsteuer. Ich so, warum würde ich dazu einen Leitartikel schreiben? Also wäre halt, da würde ich, glaube ich, sehr dumm dabei aussehen. Kann ich dann zu dieser Steuer einen recherchierten Beitrag machen? Ja, also weil da gelten wieder journalistische Standards. Ich gehe dann und spreche mit Feministinnen, zum Beispiel FeministInnen oder mit ExpertInnen und so weiter und so fort. Aber wenn quasi genau das gerade diskutiert wird im Feuilleton und ich komme um die Ecke und sage, aber Polizeigewalt, damit habe ich weder dem einen noch dem anderen Thema einen Gefallen getan. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen wirr, ob das so rübergekommen ist, aber mich ärgert natürlich auch diese schlechte Stimmung, auch vor allen Dingen in der Community von rassismusbetroffenen Menschen. Ja, es ist ja auch, es ist einfach überhaupt nicht konstruktiv. Ich glaube, gerade in Deutschland ist man nicht, sind wir noch zu wenig gewohnt, auch so produktiv sozusagen umzugehen, miteinander auch und mit, ne, und so aus dem
Missstände benennen, sozusagen dann auch so was Produktives zu schaffen. Und ich glaube, deswegen bleibt man auch immer wieder so hängen an diesen, aber meiner Diskriminierung irgendwie. Aber destruktiv finde ich jetzt auch, kann produktiv sein. Also Aktivismus zum Beispiel. Zu sagen, ich bin jetzt diejenige, die wirklich zum Beispiel eine Demo organisiert und alles doof, weil alles wirklich doof ist. Das Ding ist, wenn ich halt recherchiere und publiziere und mir diese aktivistische Person schreibt, shame on you, dieses Magazin hat vor 3 Jahren diese Titelgeschichte gemacht, wie kannst du nun? Ich so, ich hafte nicht für diese Titelgeschichte und es ist richtig, dass du das kritisierst, aber ich versuche einen Beitrag zu leisten und du versuchst einen Beitrag zu leisten. Und in Deutschland, glaube ich, müssen wir noch mehr über Arbeitsteilung sprechen. Also natürlich hat jede einzelne Person von uns andere Ressourcen und Möglichkeiten, Themen zu bearbeiten. Die KünstlerInnen macht das auf ihre Art und Weise. Ich als Journalist mache das auf meine Art und Weise. Die LehrerInnen macht das auf ihre Art und Weise. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei vielen noch nicht so etabliert ist, dass es okay ist, an verschiedenen Stellschrauben zu arbeiten und zu sagen, du gehst und organisierst die Gelder aus dem Familienministerium, sodass andere ihre Arbeit machen können, zum Beispiel. So, und das sind so diese smarten Strategien, um halt auch emanzipatorische Diskurse dann in richtig konkrete Politik zu gießen. Wir haben, ich sehe gerade, wir sprechen schon sehr lange. Vielleicht können wir jetzt schon mal so ein paar ZuschauerInnen-Fragen einstreuen und dann aber einfach auch so ein bisschen also weitersprechen. Genau. Also ich schaue mal eben nach den Fragen. Genau, eine Frage war oder ist im Chat, da geht es nochmal so um die Cancel Culture Debatte, ob das nicht auch ein rechter Kampfbegriff ist, ähnlich wie Political Correctness in den 90er Jahren. Genau. Genau. Man glaubt es kaum, aber Political Correctness ist immer noch heute sehr aktuell, leider in verschiedensten Redaktionen. Und wird halt auch missverstanden, weil genau, also so wie emanzipatorische Diskurse ganz oft im englischsprachigen Raum entstehen, glaube ich, weil dort auch besser vernetzt ist und, keine Ahnung, verschiedenste Menschen auf der Welt halt auch Englisch sprechen, kommen auch diese riesigen rechten Kampfbegriffe ganz oft aus dem Englischen dann auch ins Deutsche und Cancel Culture, Kampf der Kulturen oder halt Political Correctness sind Kampfbegriffe, die an sich schon sehr unscharf sind, weil was ist eigentlich Political Correctness, wurde ich auch mehrfach gefragt und meine Antwort war dann ganz oft respektvoll miteinander umgehen, über alles reden, aber respektvoll miteinander umgehen und dann waren ganz viele auch im Medienbetrieb so total überrascht, dass ich diese Definition habe, weil die natürlich was ganz anderes sich darunter vorstellen, was Political Correctness ist. Und gegen respektvollen Umgang kann man ja eigentlich erstmal nichts sagen. Und das Problem ist, wenn diese rechten Begriffe sich normalisieren, einerseits hinter den Kulissen quasi, wenn gesprochen wird, und es wird sehr, sehr viel gesprochen, das ist ja auch gut, in Redaktion, aber andererseits auch ganz konkret in den Texten oder Beiträgen. Das plötzlich, und da meinst du zu Recht, Corinna, dass du manchmal ja so Texte liest und du denkst, wie könnte das eigentlich passieren, dass so unreflektiert so ein Kampfbegriff plötzlich da auftaucht. Und es passiert, weil auch diese Begriffe normalisiert worden sind. Die stammen aus den 90er Jahren und haben sich halt gehalten, beziehungsweise werden auch, ich glaube, ganz viele, die Political Correctness vor 10 Jahren gesagt hätten, sagen heute Cancel Culture oder Identitätspolitik.
Und ich bin total gespannt, was in 5 Jahren so angesagt ist an Kampfbegriffen. Aber es ist immer dieselbe Debatte, die da wiederholt wird. Deswegen ist es auch so mühsam, immer sich neu darauf einzustellen. Aber wie gesagt, ich bin privilegiert und werde auch dafür bezahlt, genau das zu machen teilweise. Und so ist es wichtig, genau diese Frage zu stellen, zu sagen, was ist ein Kampfbegriff, woher kommt der Begriff? Und das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu betonen. Lass uns auch noch mal über Definitionen reden. Intersektionalität, finde ich, ist auch so ein, also das ist auch sowas, was irgendwie immer so, das wird immer so als was Schlimmes oder was Nerviges irgendwie gelabelt, häufig. Und im Grunde ist es ja aber, also es ist ein Konzept, was dabei hilft, unterschiedliche Diskriminierungs Formen und Mechanismen zusammenzudenken und es aber häufig, also gerade in dieser Identitätspolitik-Debatte ja so verteufelt wird irgendwie. Also Intersektionalität wird ja teilweise ja auch als Ideologie verteufelt. Also das ist, oh mein Gott, die kommen mit ihrer Intersektionalität und so. Und da ist es auch meine Aufgabe, wieder aufzuklären und zu sagen, Intersektionalität bedeutet eigentlich nur, sich Dinge ganzheitlich anzuschauen. Das heißt, zu versuchen, verschiedenste Kategorien mitzudenken. Wenn ich zum Beispiel ein Porträt schreibe über jemanden, zu sagen oder mich zu fragen als Autor, was sind wichtige Aspekte, die in diesem Text müssen, einfach um diese Person zu verstehen, wie alt sie ist, Geschlecht, Ausbildung, wie tickt diese Person, finanzielle Lage und so weiter und so fort. Das heißt, die Texte, die wir eigentlich gut finden, intuitiv, sind intersektional geschrieben und gedacht und recherchiert. Und da nimmt man auch so ein bisschen so den Dampf raus aus dieser Debatte, um da nochmal zu sagen, was ist eigentlich überhaupt die Definition von dieser angeblichen Ideologie. Und gleichzeitig ist es auch total wichtig, nochmal zu betonen, dass Journalismus ja übersetzen muss. Das heißt, ich bekomme Input und für das Buch jetzt Der weiße Fleck habe ich mich 2,5 Monate in Philadelphia eingeschlossen in der Bibliothek und habe wirklich alle Theorietexte gelesen. Und meine Aufgabe ist es, diese teilweise sehr komplizierten Theorietexte zu übersetzen, sodass halt auch Harald sie versteht. Der sagt irgendwie, keine Ahnung, Intersektionalität wird dafür sorgen, dass ich nicht mehr im Stehen pinkeln kann. Das ist so sein, sorry, also wegen der expliziten Sprache, aber das ist so teilweise auch das Diskussionslevel. Und ich habe aber vor allen Dingen, wenn ich an Universitäten Vorträge halte, immer diesen einen POC-Studi in der zweiten Reihe sitzen, der sagt, aber du hast das Wort Kapitalismus und Intersektionalität gar nicht erwähnt. Ich so, doch, ich habe es erwähnt, aber halt versucht, es nochmal anders zu übersetzen. Und ich sage, ich benutze ja nicht Wörter als Selbstzweck, um zu sagen, okay, ich kenne ein cooles Wort und das fängt mit I an oder so. Aber es ist so, Aufgabe von Journalismus ist wirklich diese ganz, so kompliziert ist es auch wieder nicht, aber diese Debatten aufzunehmen und quasi in Texte zu gießen, die dann wirklich auch barrierefrei sind. Weil wir gerade auch noch mal so bei dieser Identitätspolitik-Debatte sind. Also ich habe so das Gefühl, ganz häufig kommt die Kritik daran, ja auch so aus so, ja, so aus so einer linksliberalen Ecke. Und da frage ich mich so, okay, was triggert denn gerade diese Journalistinnen jetzt an Identitätspolitik? Ja, also worüber regen genau die sich denn jetzt so auf? So, kannst du das erklären? Ja, also da habe ich mir wirklich total viele Gedanken gemacht, weil solche KollegInnen sind mir wirklich sehr oft begegnet. Und in einem Taz-Essay, den ich neulich veröffentlicht habe, kommt so ein Kollege vor, der mir gesagt hat, da war ich noch total jung und Praktikant und ich habe irgendwas anscheinend Antirassistisches gesagt und das hat ihn getriggert. Und dann hat er mich in die Kantine eingeladen und mir den Satz gesagt, ich habe damals nicht gegen die Startbahn West in Frankfurt demonstriert, damit du quasi jetzt diese Diskurse fährst.
Ich glaube, das ist so eine sehr tief sitzende Enttäuschung, dass jetzt Leute für sich selbst sprechen plötzlich, obwohl das ja alles schon geklärt worden ist in den 70, in den so nach 68. So eigentlich ist alles paletti, weil man hat halt dafür gesorgt, dass alle, im Grundgesetz steht ja auch Menschenwürde. Was willst du eigentlich? Und das ist so dieses, was ich versucht habe mit diesem Fleischwolf-Bild zu illustrieren, wo ganz viele, in dem Fall ältere Kolleginnen und Kollegen, es gibt aber auch einige NachwuchsjournalistInnen, die das auch nochmal adaptieren, die finden es nicht so gut, dass das jetzt alles in Frage gestellt wird. Das Ding, plötzlich, da kommen Leute, Corinna, stell dir vor, da kommen Leute um die Ecke und die wollen Kant kritisch lesen. Meine Güte. Und ich so, Kant kritisch lesen ist sowas von 2013. Warum reden wir eigentlich nicht darüber? Und dann können wir aber nochmal darüber reden von mir aus. Und Zeitung XY macht dann eine Titelseite, die wollen uns jetzt auch Kant wegnehmen. Meine Güte. Und dann denke ich mir so, das ist noch auch, da versuche ich ohne Verständnis aufzubringen, die Leute auch zu verstehen. Und da ist, glaube ich, eine ganz tief sitzende Verunsicherung dabei, dass natürlich Dinge, an die man ganz fest geglaubt hat, man hat halt ganz fest geglaubt, dass Voltaire einfach ein Guter ist. So, das hat man ja auch in der Schule gelernt. Das ist so, Candide Olaptimisme und man hat das alles gelesen und man war in Frankreich zum Austausch und das ist so dieser Republikanismus und jetzt kommen plötzlich irgendwelche postkolonial denkenden jungen Leute und die sagen, hey, Voltaire hat das und das und das geschrieben und die guten Sachen sind halt exklusiv gedacht und nicht für alle gedacht und deswegen müssen wir das kritisch lesen und das finden einige KollegInnen nicht so gut. Leider. Und einige AutorInnen nicht so gut, aber die werden sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass auch nochmal diese Kritik. Und vielleicht sind, also lass uns nochmal in 20 Jahren uns verabreden. Vielleicht sind wir so ein bisschen verunsichert und genervt, wenn dann die andere Generation, ich bin ja nicht so eine Generation-Person, die sagt, alle jungen Leute werden es schon richten, weil Menschenfeindlichkeit kennt keine Altersgrenzen. Aber vielleicht werden dann Diskurse gefahren, wo ich nicht mehr so mitkomme und verstehe und hoffentlich werde ich nicht so alter weißer Mann mäßig und mich dagegen wehren, sondern versuchen, das zumindest so aufzunehmen und mich damit auseinanderzusetzen. Ja, stimmt. Klar, das hat natürlich super viel mit dem eigenen Selbstverständnis auch zu tun, ne? Und so einem, so wenn ich mich selbst als aufgeklärt und links tatsächlich auch verstehe, dann ist es ja, dann macht es ja total viel mit meiner Identität, wenn da plötzlich so Leute kommen, die sagen, ich muss noch mal super viel eigentlich hinterfragen und dazulernen und ich bin nicht per se, gehöre nicht zu den Guten, wenn nur weil ich mich selbst als links verstehe. So, ne? Es ist ja ein gutes Beispiel, in diesen linken, also in diesen linken Gruppen ist Sexismus, das Problem mit Sexismus. Mhm. Viele Männer, Cis-Männer, hetero-lebende Cis-Männer, haben ja irgendwie auch so eine Krise wegen MeToo. Weil die jetzt denken so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr flirten und ich kann nicht mehr Witze machen. Und vor kurzem war ja noch okay, über Monica Lewinsky zu lachen und jetzt plötzlich ist es nicht mehr okay. Und ich so, ja, weil einige Frauen jetzt für sich selbst reden und auch in den Entscheidungsräumen sind und das auch ein bisschen anders demokratisiert ist mit Social Media und so, werden Dinge kritisch betrachtet, die vorher nicht so kritisch betrachtet worden sind. Und dass das so Unsicherheiten auslöst, kann ich schon nachvollziehen. Aber einige drehen halt dann wirklich durch. Einige denken so, ich muss dann jetzt wirklich einfach unter uns Dudes das alles regeln und keine Frau, weil dann sind die Gedanken nicht frei. Oder so, jetzt hab dich nicht mal so, das war ja nur ein Witz mit dieser sexistischen Anmerkung. Und es ist halt, man rüttelt halt an diesen Strukturen, die historisch gewachsen sind und vermeintlich ja in Stein gemeißelt waren. Und dann merken einige, nee, da kann man schon auch einen Wandel rauslesen. Und einige können sehr, sehr gut damit umgehen und andere sehr schlecht, leider. Ja, du hast gerade
gesagt, so, also ne, man rüttelt an den Strukturen, wenn wir jetzt nochmal so zu Medien zurückkommen. Ich habe es ja ganz am Anfang bei meiner Ankündigung auch schon angeteasert. Es ist halt ein strukturelles Problem, Rassismus in Medien. Und in deinem Buch schlüsselst du es auch nochmal so ein bisschen auf. Dieses Problem zu beheben, ist Aufgabe in den Medien, ist Aufgabe von Führungskräften und die ihrer Aufgabe aber überhaupt nicht gewachsen sind. Was muss sich deiner Meinung nach, was muss sich ändern? Also es gibt da natürlich auch nicht die Führungskräfte. Mir ist hier und da auch schon mal ein guter Ressortleiter oder eine gute Chefredakteurin, von denen gibt es ja leider nicht so viele in Deutschland begegnet. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind, also Journalismus hat zum Beispiel sowieso das Problem, dass sehr viele Akademikerkinder und Menschen mit akademischem Abschluss dort landen. Das kann man sagen, okay, da geht es irgendwie darum zu schreiben und zu recherchieren, aber dafür braucht man jetzt nicht einen Bachelor oder einen Master. Aber das System ist halt so aufgebaut, dass natürlich das so ein Filter ist, wie man überhaupt in die Branche reinkommen kann, beziehungsweise anfangen kann zu schreiben. Man glaubt es kaum, aber es gibt sehr viele ehemalige Polizisten, die Journalismus machen, also als Journalisten arbeiten. Aber da hat es gut funktioniert, anderswo hat es eher weniger gut funktioniert. Und die Entscheidungsräume, die ich ja auch von ganz nah betrachten konnte, sind halt sehr homogen zusammengesetzt. Das sind meist Kinder aus sogenannten guten Hause, eher finanziell stark als schwach aufgestellt, viele von denen sowieso medienaffin, weil die Eltern schon als JournalistInnen gearbeitet haben oder Bekannte irgendwie. Da sind Leute, die halt bestimmte Weltbilder haben und es auch wieder immer wieder reproduzieren und natürlich dann auch Leute fördern, in denen sie sich sehen. Also man kann halt auch das Funkeln in den Augen sehen, wenn halt der junge alte Mann reinkommt, der junge alte Mann, der junge weiße Mann quasi als Praktikant reinkommt und da so quasi eine Connection stattfindet. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass eine Frau zum Beispiel automatisch die bessere Chefredakteurin ist. Das würde ich nie so formulieren, essentialistisch. Aber die homogen zusammengesetzten Chefredaktionen sind ein großes Problem, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Weil man, also viele Zeitungen zum Beispiel haben ja das Problem, dass ihre Auflage sinkt oder dass nicht mehr so viele Leute die kaufen am Kiosk oder übers Abo. Und in einer pluralen Gesellschaft muss man sich ja wirtschaftlich betrachtet eigentlich Gedanken machen, wie kann ich ein Produkt machen, das mehr Leute anspricht? Wie kann ich ein Produkt machen, das attraktiver ist für sehr, sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft, ohne meine eigene Identität als Medium zu verlieren? Und wenn die Entscheider hier wieder auch nicht gegendert, alle gleich heißen und aussehen, dann ist schon mal schwierig, dieses Produkt zu erstellen. So, das ist so auch der Hintergedanke. Oder wenn man ein Programm macht. Also, ich meine, man macht ein Nachmittagsprogramm oder ein Magazin und das gucken halt, oder das lesen halt vor allen Dingen Frauen oder das lesen halt vor allen Dingen urbane Kids oder das gucken urbane Kids, aber die Macher sind halt alles alte weiße Männer. Ich finde das schwierig. Einfach für das Produkt, für die Quality. Also da geht es noch nicht mal um Repräsentation oder Political Correctness oder sowas, sondern da geht es wirklich einfach um, wie können wir dieses Produkt besser machen. Und Repräsentation im Team und in der Entscheidungssphäre ist ein Start, würde ich sagen. Ja, das ist, glaube ich, auch, also auch in der Kulturbranche tatsächlich. Ich glaube, da muss erstmal ein Verständnis stattfinden, dass das tatsächlich auch eine Zielgruppe ist. Also und dass vielleicht diese andere Zielgruppe, das ist gut, wenn man die hat, aber das ist halt nicht die einzige und die ist auch nicht so super wichtig, wie man immer denkt, oder gleich wichtig wie andere Gruppen.
Genau. Ich glaube, wir müssten mal zum Ende kommen. Hier vielleicht noch mal wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, dann müssten Sie sie jetzt schicken, entweder über die angegebene Telefonnummer oder per Chat. Genau, und vielleicht so abschließend, ich habe so in der Vorbereitung die ganze Zeit gedacht, wie kann man denn so, ist ja eigentlich auch immer, wenn man entweder so mit Forderungen abschließt oder mit einem guten Ausblick, ich weiß nicht, was besser ist bei dem Thema, aber ich habe dann auch so gedacht, also was mir in deinem Buch und auch in den vielen anderen guten Büchern, die so in den letzten Jahren geschrieben wurden von kritischen Stimmen in Deutschland, dann auch wieder so Hoffnung gemacht hat, ist also so wirklich so frustrierend und aufreibend, wie die Entwicklung ist. Und das sagst du ja auch, so diese Gegenstimmen immer lauter werden und diese Diskurse in Deutschland, die Mehrheitsgesellschaft so aufregen, nicht mehr weggehen. Und genau, das ist so was, was mir Hoffnung macht, ne? Auch Kulturproduktion, also so Filme oder Serien, die plötzlich jetzt stattfinden, so, wo man so gedacht, krass, das. Da habe ich so lange drauf gewartet. Genau, das macht mir Hoffnung. Also es ist, darf ich da, dazu noch kurz? Also es ist natürlich fatal, mich nach Hoffnung zu fragen, weil ich Berufspessimist bin und eigentlich immer nörgle und schlechte Laune verbreite, weil ich natürlich auch einfach, ich hab die geheimen E-Mails aus Polizeibehörden gelesen und ich weiß, wie es im Innenministerium funktioniert und ich weiß, wie es in verschiedensten Redaktionen läuft und so. Da kann man halt auch nur ganz schwierig genau diese hoffnungsvolle Haltung aufbauen. Plus, wo keine Hoffnung ist, kann auch keine Hoffnung enttäuscht werden. Man kann mich immer nur positiv überraschen quasi. Eine ganz nice Sache ist natürlich, und da kommt natürlich auch tatsächlich diese Generation-Frage nochmal auf. Ich bin Mentor für sehr viele junge Menschen, die in den Journalismus wollen. Und da kommt was, da wächst was ran. Und das beobachte ich auch so in der Kunstszene zum Beispiel, beziehungsweise in der Kulturszene oder an der Hochschule. Natürlich gibt es da noch immer Strukturen, die, glaube ich, auch in 10, in 15, in 20 Jahren wirkmächtig sein werden. Aber es kommen Leute, ich glaube, die haben wir so radikalisiert, die müssen dann nicht von Anfang an, beziehungsweise von null wieder anfangen. Und so geht man auch so ein bisschen peu à peu quasi voran, mindestens um genau diese vormals nicht so repräsentierten Stimmen dann irgendwie auf die Agenda zu hieven. Und das ist natürlich nice. Also wenn ich über Instagram. Das sind ja teilweise sehr junge Leute, so 12, 13, die schreiben mir Fragen, die sind so, also es gibt natürlich ganz viele dumme Fragen, wie heute beschrieben, aber es gibt so kluge Fragen und die wissen schon Bescheid und die sagen mir so, ja, how can I dismantle this? Und ich so, wow, du bist 12, so wow, ja, ich habe dein Buch gelesen, so 15, 16-Jährige. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man da schon quasi auf fruchtbaren Boden weil sie trifft und dass es dann weitergetragen wird. Etwas, glaube ich, in einem deiner Posts, das fand ich sehr, auch sehr, so sehr passend, geschrieben, The kids are pissed und das ist auch gut so. Genau, also wir dürfen gespannt darauf sein, was noch kommt und natürlich auch, was von dir noch kommt. genau, und damit würde ich das Gespräch beenden und allen ZuschauerInnen danken für die virtuelle Anwesenheit und dir ganz herzlich danken für deine Zeit und deine Einblicke. Genau, im nächsten Monat wird es die nächste Veranstaltung geben aus der Reihe Institutioneller Rassismus und ich freue mich schon sehr darauf. Schönen Abend noch. Vielen Dank, schönen Abend.